Herzlichen Dank. Ich möchte mich auch nicht gerade sehr stark wiederholen mit meinem Vorredner. Ich erkenne nur als ehemaliger Researcher, dass die Banken dann manchmal sozusagen eine andere Sichtweise haben, auch in der Kommunikation. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich sehe, wir haben wahrscheinlich eher so das halb volle Glas von UBS. Und ich möchte mich auch nicht sehr stark wiederholen, denn wie der Vorredner schon sagte, wir sehen in Deutschland eine Rezession, weltweit ein niedriges Wachstum, aber keine Dramatik. Und das ist eigentlich auch erstmal unterstützend in vielen Bereichen, tatsächlich auch für den Immobilienmarkt. Was aber viel wichtiger ist, also von der wirtschaftlichen Seite eigentlich Unterstützung, das Thema Inflation bleibt natürlich für uns ein Thema. Unsere Bank prognostiziert, dass wir eine Reduktion der Leitzinsen in der Eurozone auch hier so Mitte nächsten Jahres dann bekommen werden. Wir trauen uns nicht, sozusagen schon 2025 zu prognostizieren. Ich würde selber auch sagen, wir kommen sicherlich dann dort mit einer deutlich niedrigeren Leitzinsentwicklung im Vergleich zu heute. Und dann auch, wie Herr Klude sagte, man sollte dann auch immer berücksichtigen, was ist dann auch die Wiederanlage, wieder von der Seite der Anleihen. Und jetzt kommen wir dann wieder zu den Alternatives hier im Bereich Immobilien. Kurzfristig ist Immobilien sicher eine große Herausforderung, aber wie wir auch immer wieder sagen, und schon seit Jahrzehnten sagen, ist eine langfristige Anlageklasse. So sollte man vielleicht auch das auch jetzt unter langfristigen Aspekten sicher dann sehen. Aber, und auch da nochmal vielleicht aus der Research-Perspektive, was hat denn, sagen wir, Inflation und Immobilien so gemeinsam? Und auch da zeigt unser Research eigentlich, dass es eine sehr große Konnektivität gibt zwischen Inflation und dann auch der Entwicklung von Immobilien-Performance. Man muss aber auch, das muss man immer sagen, schauen, was ist denn in den letzten Jahrzehnten passiert und auch anders passiert und warum haben wir jetzt auch so eine Korrektur? Und das ist jetzt wirklich ein Korrektureinschnitt, den wir haben. Inflation haben wir in den letzten Jahren wenig gesehen. Viele Leute haben auch da im Immobilienbereich hauptsächlich auf das Kapitalwachstum geschaut und muss ehrlich sagen, der Kapitalwachstum war aus der Niedrigzinsentwicklung sicherlich sehr, sehr stark mitgetrieben. Inflation spielte keine Rolle von der Seite. Und auch wenn viele Leute von schwarzen Schwänen immer sprechen, ein Zinsanstieg war an sich nach meiner Empfindung kein schwarzer Schwan. Eigentlich musste jedem bewusst sein, mit Nullzinspolitik.